Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Vielleicht haben Sie diesen Vers auf dem Flyer gelesen. Und Sie sehen hier ein Kreuz. Und Kreuze sehen Sie auch vielleicht irgendwo um den Hals von Menschen. Sie finden die Kreuze in schönen Landschaften, irgendwo auf dem Berggipfel. Da ist was Romantisches mit bei, was Schönes. Aber wissen Sie, ich möchte Sie heute mal mitnehmen zu einem Kreuz. Da war überhaupt nichts schön. Da war eine grausame Szene auf Golgatha. Da standen drei Kreuze. Links und rechts neben Jesus Christus wurden zwei Kriminelle auch aufgehängt. Und da waren die Obersten der Juden, die haben gespottet. Die Römer, die haben gespottet. Und auch diese beiden Kriminellen, sie haben auch gespottet. In etwa haben alle dasselbe gesagt. Rette dich doch selber, wenn du wer bist. Du bist doch König der Juden, du bist doch dieser Christus. Ja, zeig doch das doch mal. Rette, mach doch was. Da war einfach nur fieser Spott. Jesus hat das ertragen. Und wissen Sie, was er getan hat? Er hat sogar für diese Meute gebetet. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt ist interessant, was passiert ist. Da ist dieser eine Kriminelle, der hat innegehalten. Wir müssen davon ausgehen, dass er jetzt ein paar Minuten einfach still war. Nicht mehr weiter gespottet hat. Weil er hat sich wahrscheinlich gefragt, was hat jetzt der gerade gemacht hier neben mir? Der hat gebetet für diese Meute. Die ihn kreuzigen. Was ist das für ein Mann? Und da kam es zu einem Umdenken. Wir sehen das kurz danach in der Bibel, wie er dann zum anderen Räuber sagt, Mensch, hör auf. Ich sage jetzt das ein bisschen mit meinen Worten. Was tust du hier? Wir hängen hier, weil wir kriminell sind. Wir haben es verdient. Guck mal unser Leben an. Wir hängen hier völlig gerechterweise. Wir sind, ja, die Strafe, die wir hier leiden, das sind unsere Taten wert. Aber der hier neben uns, der hier in der Mitte, der hat nie irgendwas Ungeziemendes getan. Und dann wendet er sich zu Jesus Christus und sagt, Herr, wenn du in deinem Reich kommst, denk an mich. Er akzeptiert, dass dieser Autorität hat, dass er der Herr ist, dass er in seinem Reich kommen wird. Und wissen Sie, wenn Sie bisher Vorurteile hatten, dann ist es vielleicht auch für Sie mal gut, innezuhalten. Wer war dieser Mann in der Mitte? Und zweitens, zu akzeptieren, dass dieser Mann Autorität hat, dass er von Gott ist, dass er dieser Sohn Gottes ist. Und wissen Sie, dieser Räuber, der hat verstanden, mein Leben war einfach nur eine Kette von Sünden. Der hier, der hat nie eine Sünde getan. Nichts, was fehl am Platz ist. Und das Schöne, das ist genau, sind die beiden Dinge, die sie auch tun müssen. Sie müssen akzeptieren, dass sie ein Sünder sind. Dass sie die gerechte Strafe eigentlich verdient hätten von Seiten eines gerechten Gottes. Aber, dass Jesus im Gericht war am Kreuz, dass er die Strafe dort getragen hat. Und dann bleibt eigentlich nur noch das eine. Glauben Sie, dass dieser Jesus, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wiederkommen wird und dass er auch sie retten kann. Weil das Schöne ist, was er dann dem Räuber gesagt hat. Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du bei mir im Paradies sein. Und auch sie können gerettet werden, wenn sie glauben, dass Jesus auch für sie am Kreuz hing. Deswegen darf ich du sagen, nochmal, glaube an deinen Herrn Jesus und du wirst gerettet werden.